Du hast doch immer so clevere Ideen, Kleiner. Und wenn da vorne ein bisschen knapper ist, dann hat auch das Tier Zeit zu reagieren. Okay. Ein bisschen kräftiger noch, dann setze dich durch. Das finde ich perfekt. Bam, der hat gesessen. Sehr geil. Sehr schön. Der hat gesessen. Das Schwert, Halvar, los, hol dir das Schwert! Wow. Wann der letzte fürs Spiel? Mhm. Das Schwert, Halvar, los, hol dir das Schwert! Die war schön. Bisschen mehr auf den Aufprall darfst du dich freuen. Okay. Bam! Der hat gesessen, aber leider zu früh. Okay. Naja, das sind einfach ziemlich enge Freunde, die einander auch brauchen, weil Vicky von den Jungs nicht viele Freunde hat, weil sie ja immer nur auf diese Stärke aus sind, die Vicky halt einfach nicht hat. Und somit brauchen die einander auch ziemlich. Und das ist eine ganz enge Freundschaft. Das ist die Cousine von Vicky. Und Vicky und Ilvi sind ganz enge Freunde. Und sie hat so ein bisschen eine große Schwesterrolle für Vicky, weil sie ihn auch immer beschützen will und so. Und ja. Vicky träumt von Abenteuern auf stürmischer See. Von wagemutigen Männern mit rauen Sitten. Und von furchteinflößenden Piraten. Nicht jeder kann so ein großer Wikinger wie dein Vater sein. Das muss das Schwert von Odin sein. Man sagt, es hat die Kraft, alles in Gold zu verwandeln. Das sieht aus wie das Schwert für einen echten Wikinger-Anführer. Oh. Mama! Sie hat ein Herz aus Gold. Tja, jetzt ist sie ganz aus Gold. Es gibt vielleicht einen Weg, sie zu retten. Auf einer geheimen Insel findet man den Weg nach Asgard. Ist der Weg geöffnet, verliert das Schwert seine Macht. Und du bekommst deine Frau Ilva wieder zurück. Paps, wir retten Mama, versprochen! Willkommen im Piratenparadies. Wir haben doch wohl keine Angst vor ein paar kleinen Wellen, oder? Ein Wikinger gibt niemals auf! Der klügste aller Wikinger! Ich hab's! Ja! Hey, Vicky! Hey, Vicky! Oh. Zieh fest das Segel! Her mit dem Schwert! Oh. Hey, hey, Vicky! Vicky! Oh. Macht echt Laune, mit euch abzuhängen! Vicky und die starken Männer. Das magische Schwert. Gute Arbeit, Männer! Ah. Ups! Im Kino.